Der Papst hat sich durch sein Fehlverhalten unglaubwürdig gemacht. Selbst seine eigenen Leute glauben ihm nicht mehr, wenn er von Auferstehung spricht. So ungefähr könnte man das heutige Evangelium zusammenfassen. Sagt Petrus, er ist ja wohl bei den Jüngern dabei, der Herr ist auferstanden. Sagt Thomas, glaube ich nicht. Warum sagt er, glaube ich nicht? Ja, wahrscheinlich ist Petrus ihm nicht glaubwürdig genug. Es ist interessant, dass offenbar die Botschaft von Ostern von Anfang an unglaubwürdig war. Also, dass Jesus hingerichtet wurde am Kreuz, das war ein bekanntes öffentliches Faktum. Aber dass dann welche kommen und sagen, der Herr ist auferstanden, ja, er ist wirklich Gottes Sohn, das scheint doch schwieriger zu sein zu glauben. Zumindest Thomas, immerhin einer der Apostel, also das, was heute im Rang eines Bischofs ist, sagt, glaube ich nicht, halte ich nicht für glaubwürdig. Und dabei ist es ja egal, ob wir davon ausgehen, dass Thomas nicht glauben kann oder Thomas nicht glauben will. Spekulation, aber es ist interessant, darüber nachzudenken, warum glaubt Thomas nicht? Liegt das am Inhalt dessen, was da geglaubt werden soll, oder liegt das an der Glaubwürdigkeit derer, die ihm das sagen? Denn es braucht ja für die Glaubwürdigkeit einer Botschaft wie des Evangeliums Menschen, die das sagen. Und man sich dann fragt, glaube ich's? Glaube ich's nicht? Das ist etwas, was da mit mir zu tun hat. Es ist zwar durchaus möglich, dass mir etwas sehr, sehr Glaubwürdiges gesagt wird von Leuten, die sehr, sehr unglaubwürdig sind. Nachweislich ist das möglich. Aber in der Regel dürfte es doch so sein, dass ich überhaupt erst anfange, meine Zeit mit Zuhören zu investieren, wenn derjenige, der mir was sagt, auch nur annähernd interessant erscheint. Und vielleicht auch glaubwürdig. Und diese Glaubwürdigkeit, so weiß man aller Orten, diese Glaubwürdigkeit der Kirche ist zumindest angekratzt, wenn nicht dahin. Zumindest die Jünger, Petrus voran, hier im Evangelium, haben sich unglaubwürdig gemacht. Die Krise der Glaubwürdigkeit der Kirche steht also ziemlich am Anfang. Denn es waren ja fast ausnahmslos die Herren, die Jünger, die sich davon gemacht haben, als es eigentlich gegolten hätte, zu Jesus zu stehen. Und Petrus selber, dreimal hat er überhaupt geleugnet, Jesus auch nur zu kennen, geschweige denn, dass er sich wirklich zu ihm bekannt hätte. Das Phänomen, die Kirche hat ihre Glaubwürdigkeit verloren. Und das ist etwas, was in unserem Kulturkreis heute mindestens gilt. In einer breiten Öffentlichkeit, in Fragen der Moral oder gar Sexualmoral sowieso, aber das Entscheidende ist, und da sind auch die Evangelischen nicht in einem viel besseren Boot, die bei den moralischen Fragen immer etwas zurückhaltend sind. Dort, wo es um den Kern der christlichen Botschaft geht, sind viele, die zumindest in der Weise, wie wir über diesen Glauben sprechen, sagen, nö, Auferstehung von den Toten, glaube ich nicht. Es berührt den Kern, diese Krise der Glaubwürdigkeit. Und weißt, wenn man das genauer anschaut, so soziologisch mit Umfragen und so, ist ein interessantes Phänomen, wenn man die Leute fragt, die Gemeinde vor Ort, ich hoffe, dass auch so eine Umfrage hier zustande käme, die Gemeinde vor Ort, die ist dann wieder ganz glaubwürdig und positiv angesehen, aber weil man ja in den Medien liest, dass die Kirche insgesamt so schlimm ist, muss das hier die Ausnahme sein. Also hier im kleinen Michel ist es ja ganz gut, aber sonst in der Kirche. Das ist ein interessantes Phänomen, dass wir dem glauben, was wir im Fernsehen sehen, so muss es allgemein sein. Also ist das, was ich selber erlebe, offensichtlich nur die Ausnahme. Und alles andere ist schlimm. Nun, wie weit wir Ausnahme sind oder normal, Spitze auf Knopf, wird es bei der Frage der Auferstehung. Manche, habe ich das Gefühl, haben so in den letzten zwei, drei Wochen
gedacht, sie könnten jetzt aufatmen, wenn es um die Glaubwürdigkeit der Kirche geht, denn die Kirche, die würde doch wieder glaubwürdig, wo da so ein netter Papst in Rom gewählt wurde. Sie wissen, da ist mir mehreres dran suspekt. Erstens, die Kirche ist nicht der Papst, und wenn jemand wegen einem Bischof oder einem Papst oder gar mehreren Päpsten und Bischöfen sagt, glaube ich, und zwar an den lebendigen Gott und dass er auferstanden ist, dann ist die Frage, ob er wieder aufhört zu glauben, wenn der Papst nicht mehr so nett ist und die Bischöfe daneben. Das kann es irgendwie nicht sein. Das ist mein erster Zweifel an diesem Konzept. Es müsste so toll sein, weil jetzt durch den Papst die Kirche auf einmal glaubwürdig sei. Die Kirche. Das Zweite, dieses ganze Konzept der Glaubwürdigkeit ist mir ein bisschen suspekt. Das fängt gar nicht erst bei der Kirche an, das ist schon bei Politikern. Man fragt ja heute nicht mehr beim Politiker, ob er gute Politik macht, sondern ob er glaubwürdig ist. Ich kann stundenlang schlechte Politik machen, Hauptsache er ist authentisch. Und ganz frei sind wir im kirchlichen Bereich ja auch nicht. Ich will es mal als Anekdote erzählen, das war im Februar 2010, Hafen City, saß ich bei einer Abendveranstaltung neben einer evangelisch-lutherischen Kollegin, Pastorin. Sie beugt sich zu mir rüber und flüstert schreckensbleich, Margot Käßmann, damals Bischöfin in Hannover und Ratsvorsitzende der EKD, Margot Käßmann ist erwischt worden, wie sie betrunken bei Rot über die Ampel gefahren ist. Jetzt warte ich auf die Pointe. Aber das war's. Das war etwas ganz Schreckliches, offensichtlich für diese lutherische Kollegin. Ich habe gesagt, als Katholik, da kennen wir ganz Schlimmeres von unserer Bischöfin. Aber wirklich ganz im Ernst gesprochen, müssen wir aufpassen, wenn sozusagen dieses Kriterium der Glaubwürdigkeit, was immer das dann konkret ist, wer von uns kennt denn schon Margot Käßmann oder Bischof Werner oder wer von euch kennt auch nur den Pater Löwenstein? Also diese Glaubwürdigkeit, die sich daran festmacht, was nach außen hin so bekannt ist, ist doch eigentlich ein sehr schwieriges Kriterium, vielleicht sogar wirklich das falsche Kriterium, wenn es um die Frage geht, soll ich glauben, was hier verkündet wird, soll ich glauben, dass Christus auferstanden ist. Und noch ein dritter Zweifel zu dem Thema Glaubwürdigkeit. Ich habe in den letzten Wochen so ein paar Mal gehört und gelesen, die Kirche müsse wieder glaubwürdig werden. Fängt man ja an nachzudenken. Weil das würde ja bedeuten, sie soll wieder so glaubwürdig werden, wie sie früher war. Anders gesagt, sie soll wieder so glaubwürdig werden wie zu der Zeit, wo man nicht genau wusste, was da alles geschieht. Das ist das ganze Problem der Glaubwürdigkeit. Als sei die Glaubwürdigkeit seit 2010 Aufdeckung von Missbrauchsfällen das Problem und nicht die Zeit davor, wo man allgemein gesellschaftlich anerkannt wurde, weil die Wahrheit verschwiegen war. Das gilt für anderes auch. Die Bibel nennt die Zweifel des Thomas ausdrücklich und sie räumt diesen Zweifeln sehr viel Raum ein. Das Johannesevangelium. Das sind ja nur 2-3 Seiten in der Bibelausgabe, die von der Auferstehung und der Begegnung mit dem Auferstandenen erzählen. Und darin ist dieses lange Stück, das wir heute gehört haben mit Thomas, offensichtlich etwas Zentrales. Thomas zweifelt, als er da die begeisterten Jünger hört, die sagen, ach, er ist auferstanden, und fragt, stimmt das? Oder vielleicht fragt er, was bedeutet denn das überhaupt? Ihr jubelt da, Halleluja, er ist auferstanden, aber was bedeutet das denn überhaupt? Gegenüber diesen glaubensbegeisterten Jüngern bleibt Thomas skeptisch und fragt, und wo sind die Wunden geblieben? Wo sind die Wunden, die Jesus geschlagen wurden, der Geißelung, der Dornenkrone
am Kreuz und in der Seite, als man feststellte, er ist tot. Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Ohne die Geschichte dessen, was Jesus angetan wurde durch die Gewalt der Menschen, will, kann Thomas nicht an die Auferstehung glauben. Und da fällt auf, dass in der ersten Begegnung mit den anderen Jüngern Jesus ja sagt, hier seht meine Seite, seht meine Hände, und dem offensichtlich gar keine Beachtung geschenkt wird. Nein, ich glaube, Jesus bestätigt den Thomas, wenn er ihm sagt, ja, du hast recht mit deiner Frage, hier sieh meine Hände, sieh meine Füße, sieh meine Seite. Das gehört zur Auferstehung dazu. Eine Auferstehung, die einfach nur über die Welt kommt und nichts zu tun hat mit der Geschichte dieser Welt, in der Gott sein Halleluja ausgießt als große Freudensoße über alle Welt, ohne dass das, was diese Welt erleidet, weil Menschen einander Gewalt antun, das ist kein Ostern Gottes. Das ist etwas, was an uns Menschen vorübergeht und vorbeigeht, statt das, was Gott machen will, seine Schöpfung zu verwandeln, dadurch, dass er Menschen berührt. Auferstehung ist nicht, dass irgendwas völlig neu geschaffen würde, was mit uns nichts zu tun hat, sondern ist, dass dieser Leib, der da im Grab gelegen hat, dass dieser Leib, den du da trägst, dass dieser Mensch, der du bist, von Gott zum Leben gerufen wird. Ist diese Auferstehung, die verkündet wird und die glaubwürdig wird, nicht dadurch, dass diejenigen, die diese Botschaft verkünden, besondere Supermänner wären. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Anfang an unumstritten war, dass all diese Szenen, in denen Petrus und die Apostel peinlich dastehen, begriffsstutzig, häufig daneben, ja sogar Jesus verleugnen, dass es unumstritten war, das in die Bibel aufzunehmen und im Gottesdienst zu erzählen. Aber es ist wichtig, weil nicht die Glaubwürdigkeit des Petrus, nicht die Glaubwürdigkeit dessen, was einer verkündet, wer es ist, der verkündet, sondern die Frage, ob ich von meinem eigenen Glauben her, ob ich von meiner eigenen Erfahrung der lebendigen Gegenwart Gottes her zumindest tasten und einen ersten Schritt es glauben kann, dass Gott tatsächlich diesen meinen Leib auferwecken kann, so wie er diesen einen Leib des Gekreuzigten als Zeichen für uns alle auferweckt hat und das Grab leer geblieben ist, weil Christus mit seiner menschlichen Natur, als Mensch, der er war unter uns, nun ganz eingegangen ist in Gottes Gegenwart, wie die Bibel sagt, zur Rechten Gottes sitzt. Amen.